Hallo, ich bin die Flora und lese euch heute von dem Buch Irgendwie anders vor. Auf einem hohen Berg, wo der Wind pfiff, lebt ganz allein und ohne einen einzigen Freund irgendwie anders. Er wusste, dass er irgendwie anders war, denn alle fanden das. Wenn er sich zu ihnen setzen wollte oder mit ihnen spazieren gehen wollte oder mit ihnen spielen wollte, dann sagte er immer: Tut uns leid, du bist nicht wie wir, du bist irgendwie anders, du gehörst nicht dazu. Irgendwie anders tat alles, um wie die anderen zu sein. Er lächelte wie sie und sagte Hallo. Er malte Bilder, er spielte, was sie spielen, wenn er durfte. Er brachte sein Mittagessen auch in den Papiertüten mit. Aber es half alles nichts. Er sah nicht so aus wie sie, die anderen, und er sprach nicht so wie sie. Er malte nicht so wie sie und er spielte nicht so wie sie. Und was er für komische Sachen aß. Du gehörst nicht hierher, sagten alle. Du bist nicht wie wir, du bist irgendwie anders. Irgendwie anders ging traurig nach Hause. Er wollte gerade schlafen gehen, da klopfte es an der Tür. Draußen stand jemand oder etwas. Hallo, sagte es nett, dich kennenzulernen. Darf ich reinkommen? Wie bitte, sagte irgendwie anders. Guten Tag, sagte das Etwas und hielt ihm die Pfote hin. Das heißt, eigentlich sah sie mehr aus wie eine Flosse. Irgendwie anders starrte auf die Pfote. Du hast dich wohl in der Tür geirrt, sagte er. Das Etwas schüttelte den Kopf. Behaupt nicht, hier gefällt es mir. Siehst du? Und ehe irgendwie anders auch nur bis 13 konnte, war es schon im Zimmer. Und er setzte sich auf die Papiertüte. Kenn ich dich? Fragte irgendwie anders, verwirrt. Ob du mich kennst? Fragte das Etwas und lachte. Natürlich, guck mich doch mal ganz genau an. Na, los doch. Und irgendwie anders guckte. Er lief um den Etwas herum, guckte vorn, guckte hinten und weil er nichts wusste, sagte er nichts. Verstehst du mich nicht? Rief das Etwas. Ich bin genauso wie du. Du bist irgendwie anders und ich auch. Und er streckte die Pfote seine aus und lächelte. Irgendwie anders war so verblüfft, dass er während lächelte noch die Pfote schüttelte. Wie ich? Sagte er. Du bist doch nicht wie ich. Du bist überhaupt nicht wie ich. Irgendwie anders. Das ich kenne, tut mir leid. Aber jedenfalls bist du nicht genauso irgendwie anders wie ich. Und er ging zur Tür und öffnete sie. Gute Nacht. Das war etwas, ließ langsam den Kopf, die Pfote sinken. Oh, machte es und sah sehr klein und sehr traurig aus. Es erinnert irgendwie anders an irgendwas. Aber er wusste einfach nicht, woran. Das Etwas war gerade gegangen, da fiel ihm plötzlich etwas ein. Warte, rief irgendwie anders, geh nicht weg. Er rannte hinterher, so schnell er konnte. Als er das Etwas einholte, griff er nach seiner Pfote und hielt sie ganz, ganz fest.
Du bist nicht wie ich, aber du bist mir egal. Wenn du Lust hast, kannst du bei mir bleiben. Und das Etwas hatte Lust. Seitdem hatten irgendwie Anders einen Freund. Sie lächelten und sagten Hallo. Sie malten zusammen Bilder. Sie spielten das Lieblingsspiel des anderen. Jedenfalls probierten sie es. Sie aßen zusammen. Sie waren verschieden, aber vertrugen sich. Und wenn einmal jemand an die Tür klopfte, der wirklich sehr merkwürdig war, aussah, dann sagten sie nicht, du bist nicht wie wir oder du gehörst nicht zu uns. Sie rückten einfach ein bisschen zusammen. Das war das Buch von Irgendwie Anders. Tschüss!